Naive Schönheit, der unvermeidliche Ex-Sportler im Haus wird laut Sat.1 der Zehnkämpfer Pascal Behrendruch. Im Interview zur Show gibt er an, sich mit einem Bachelorette-Abend auf das Trash-TV vorbereitet zu haben. So ganz scheint er aber noch nicht zu wissen, was ihn erwartet. Punkt. Auf die Frage nach seinen Wunschmitbewohnern sagt er, Stefan Raab, Dieter Bohlen, Thomas Gottschalk, Michael Jordan oder Barack Obama. Nicht so gerne möchte er mit Leuten zusammenwohnen, die zum Beispiel in einer Reality-Show mitgemacht haben und jetzt total arrogant ankommen und denken, sie wären die großen Stars. Viel Glück, Pascal. Gleich zwei Teilnehmer aus Dating-Shows sind unter den ersten Kandidaten, die bei Promi Big Brother mitmachen sollen. Einer davon ist der Bachelor persönlich. Punkt. Was die Bild in besondere Aufregung versetzt, ist sein Zusammentreffen mit der Love Island-Absolventin, der nämlich, giggeln die Kollegen, wurde seit Anfang des Jahres eine Affäre mit Bachelor Daniel Fürz nachgesagt. Was sie dabei vergessen: Schulze selbst hatte der Bild verraten, dass sie Fürz noch nie im Leben getroffen hat. Immerhin, attraktiv findet sie ihn. Punkt. Angesichts der vielbeschworenen Triebhaftigkeit des Bachelors ist der erste Sex im Container also nur eine Frage der Zeit. Reality-Mutter. Normalerweise suchen TV-Stars in Containershows die Herausforderung und wollen an ihre Grenzen gehen. Silvia Wollny ist die Ausnahme. Punkt. Dank der RTL2 Soap Die Wollnys hat sich ihr Leben mit 11 Kindern in einen einzigen Reality-Dreh verwandelt. Ein Ausflug ins Big Brother House ist da die direkte Entsprechung zur Mütterkur. Ex-Kandidat, mit Alfonso Williams zieht der Bild zufolge ein erwiesener Publikumsliebling ein. In der 14.DSDS-Staffel hat RTL den 56-Jährigen trotz Erfolg im Auslandsrecall stillschweigend aus den Motto-Shows gestrichen, woraufhin die Empörung so laut wurde, dass der Sänger per spontan erfundener Wildcard zurückgeholt wurde und das Finale gewann. Alfonsos Teilnahme hat Sat.1 inzwischen bestätigt. Berufs-Gigolo, schwülstige Flirts mit den anderen Kandidatinnen, widerliche Verbalausfälle, was immer man sich vom Promi Big Brother verspricht. Johannes Haller hat es drauf. Als Finalist der Bachelorette 2017 und truppiger Rosenbruder von Bachelor in Paradise ist er in Rekordzeit zum gern gebuchten TV-Schnösel aufgestiegen.